Einen wunderschönen guten Tag hier aus Herne, aus dem Café Hülsmann. Und das ist richtig toll. Also falls ihr mal in Herne seid oder aus Herne seid, lohnt sich's hier mal reinzuschauen. Irre Inneneinrichtung, kann ich nur empfehlen. Das Thema heute ist Fahrrad. Und ich grüße Sie, den Chef vom ADFC, Allgemeiner Deutscher Fahrradclub, Ulrich Sieberg. Ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Hasner. Falls ihr wisst das sicher nicht und Ihnen habe ich es gerade erzählt, ich bin gebürtig aus Erlangen und meine Kindheit und Jugend habe ich da verbracht und Erlangen war mal die Fahrradhauptstadt Deutschlands, mehrere Jahre hintereinander und ich bin immer Fahrrad gefahren und war so fahrradaffin, also ein quasi erotisches Verhältnis zum Fahrrad gehabt und habe deswegen auch gar nicht meinen Führerschein gemacht, sodass ich jetzt gar keinen Führerschein habe. Interessant. Aber jetzt will ich gar nicht reden. Wie kommen Sie zum Fahrrad, Herr Sieberg? Oh, ich bin schon in meiner frühesten Kindheit Fahrrad gefahren. Mit 10 Jahren habe ich da meine erste Radtour gemacht, über 50 Kilometer rund um Castrop-Rauxel, weiß ich noch, 56 Kilometer war die Strecke mit 10 Jahren. Ich war total stolz, dass ich das geschafft habe mit ein paar Freunden. Und dann bin ich eigentlich ein bisschen zur Schule gefahren, zur Realschule. Und dann hat mich sozusagen das Autofieber gepackt. Ich hatte dann mit 17,5 fing ich an, den Führerschein zu machen, was heute ganz üblich ist. Damals noch ein bisschen ungewöhnlich. Und mit 18, zu meinem 18. Geburtstag, hatte ich das Auto vor der Tür stehen. 3.500 D-Mark, ein VW Käfer in Rot. Und das war mein Ein und Alles. Und ich bin dann total autoverrückt gewesen damals, schon ein bisschen länger her. Und irgendwann um die 80er Jahre, so nach 10 Jahren, haben wir im Freundeskreis viel diskutiert über Umwelt. Und ich habe dann wieder 10 Jahre später den ADFC hier in Herne gegründet, weil es leid war, immer nur zu sprechen, sondern ich wollte auch handeln. 5 Jahre später bin ich dann schon in den Landesverband gekommen, als in den Vorstand des Landesverbandes des ADFC. Und jetzt seit 1,5 Jahren bin ich jetzt auch sogar Bundesvorsitzender. Das heißt, man muss auch da etwas die Leiter hochklettern. Und Sie sind sozusagen der Top-Lobbyist der Fahrrad. Ja, Fahrer. Mein Name wird dann sozusagen mit dem ADFC immer mehr erwähnt. Aber wir haben natürlich auch sehr viele Hauptamtliche, die natürlich die richtige Arbeit machen, in Bremen und in Berlin sitzen. Und wenn ich dann dazukomme, dann beteilige ich mich schon rege an Podiumsdiskussionen oder mit Gesprächen mit Ministern oder mit unserem quasi Automobilclub, der den gleichen Namen hat, nur mit dem A da drin, wir haben den F da drin. Dann werde ich dann schon mal dazu gerufen. Also Deutschland ist ja eindeutig Autoland. Sind wir eigentlich auch Fahrradland? In einigen Städten Deutschlands ist das Fahrrad mit Sicherheit in Erlangen nicht mehr, kann nicht ich mehr. Ihnen schon sagen. Sind eingeholt worden, ich weiß. Nee, die CSU ist dazwischen gekracht, aber es ist eine andere Geschichte. Okay. Aber ich weiß zum Beispiel, Nürnberg ist durch den Oberbürgermeister Ulrich Mahli ist es zur Fahrradstadt geworden. Es liegt immer an den Köpfen in der Politik. Und wenn ich mir andere Städte in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sehe, dann sind Fahrradstädte wie Münster sicherlich immer an erster Stelle zu sagen. Aber es kommen auch andere Städte jetzt mittlerweile wie München, Frankfurt, Berlin. Die kommen ja mehr auf die Idee, das Fahrrad als Verkehrsmittel besser nutzen zu wollen. Und so wird auch die Stadtplanung angesetzt. In Nordrhein-Westfalen haben wir zum Beispiel das Projekt seit 15 Jahren, Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte. Über 60 Städte sind das mittlerweile. Herne ist auch dabei. Das ist vielleicht auch ein kleines Verdienst von meinem Engagement hier in Herne, in der Politik das Thema Fahrrad anders zu besetzen. Und so kriegt man das Zertifikat des Landes Nordrhein-Westfalen, eine Arbeitsgemeinschaft aufgenommen zu werden. Dieses ist in Bayern und in Baden-Württemberg nachgemacht worden und da läuft das gleiche Projekt auch. Also immer mehr Städte setzen auf das Fahrrad und machen Stadtpolitik pro Rad. Also was die Zuschauer nicht wissen, Sie haben Jetlag, Sie kommen gerade aus Vancouver. Was haben Sie da gemacht? Das ist in Kanada, ne? Das ist in Westkanada, in British Columbia. Sehr englisch geprägt noch. Geflogen, nicht geradelt. Nein, leider geht das nicht über den Atlantik, aber man muss dann schon fliegen. Das ist immer ein Riesenthema, wenn man mit Verkehrsmitteln des Flugzeugs nimmt zum ADFC. Aber gut, es war die weltgrößte Fahrradkonferenz, VeloCity 2012. Wird immer vergeben an eine sehr engagierte Stadt auf der Welt. Diesmal war aufgrund des Engagements des Oberbürgermeisters oder des Bürgermeisters dort, weil er Vancouver umbaut derzeit für ein Pro-Rad. Also immer mehr Fahrradfahrer sollen auf die Straße, weil Downtown und Vancouver untergeht in Autos. Kann man sich vorstellen, jeder hat da ein Auto und in Downtown Vancouver sind die Straßen also nicht unbedingt so breit, dass man so viele Autos haben möchte. Die Umweltbelastung nimmt zu.
Und er hat vor mehreren Jahren gesagt, ich möchte meine Stadt umbauen. Deshalb war diese Fahrradkonferenz dann in Vancouver, weil sein Engagement auch dann belohnt wird. Und deshalb war für mich wichtig, das mal in Gesamtheit vorzustellen in Vancouver, die Situation in den Städten und in den ländlichen Räumen, weil man da unterschiedlich planen muss, auch für die Kreise. Die Landkreise müssen ganz anders Radverkehrspolitik planen als in den Städten wie Erlangen, Berlin, München, die ich genannt habe. Deshalb war es für uns wichtig, auch mal zu sehen, was passiert denn da weltweit? Was machen die Chinesen anders? Was machen die Südamerikaner anders? Was passiert überhaupt in Amerika? Weil da ist ja das Auto noch höher angesiedelt als bei uns mit den niedrigen Spritpreisen. Klar, es gibt Strecken, die kann man nur mit dem Auto machen, weil die Städte einfach mega groß geplant sind. Aber was passiert dann in Downtown, in den Städten selbst? Und das ist das Spannende, weil in den Städten, so wurde uns gesagt, ein Zuwachs der Bevölkerung von fast 50% in den nächsten Jahrzehnten. Und das ist nicht mehr zu schaffen mit dem Automobil. Ich will noch so zu einem praktischen Nutzen für die Zuschauer kommen. Ja. Ich kenne etwas, das heißt Bed and Bike. Was ist das? Wenn Sie das mir mal kurz erklären könnten. Bed and Bike. Fahrradfreundliche Gastbetriebe, Übernachtungsbetriebe. Ein Produkt des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Wir haben das sozusagen 1996, also fast über 15 Jahren, erfunden. Man hat festgestellt immer, dass Fahrradfahrer, ich habe selber am Donauradweg selber gemerkt, ich wurde verwiesen aus dem Hotel heraus, weil ich als Radfahrer einfach, man hat früher gesagt, Radfahrer haben kein Geld. Und das sind die Leute, die eben nur ganz einfach übernachten wollen oder keinen Euro da lassen, oder damals keine D-Mark da lassen. So wurde ich auch bedient oder empfangen, ich wurde verwiesen des Hotels. Und 1996 war eben die Zeit, wo man sich auch mehr verstärkt um den Tourismus, den Fahrradtourismus gekümmert hat. Ich habe selber einen Radtourenführer damals geschrieben für das Ruhrgebiet. Und wir haben gesagt, was können Hotels den Radfahrern anbieten, was müssen sie haben, damit sie fahrradfreundlich sind. Und wir sind mit ganz weniger Zahl angefangen von fahrradfreundlichen Betrieben, mittlerweile über 5000 in ganz Deutschland. Wir zertifizieren sie, sie müssen Mindestkriterien erfüllen, also fahrradfreundlichen Empfang. Man muss eine Unterkunft haben, wo ich meine Sachen trocknen kann. Ich möchte auch ein verstärktes Frühstück haben als Radfahrer, wo ich ein Lunchpaket bekomme. Es muss Reparaturwerkzeug, es muss Kartenmaterial da sein. Und der Fahrradfahrer weiß, hier bin ich willkommen, hier kann ich meine vernünftige Nacht und kann morgens wunderbar wieder starten, ausgeruht starten. Das ist ein Vorteil für viele Fahrradtouristen, die an vielen Wegen solche Übernachtungsbetriebe suchen und danach ihre Radtour planen. Ich frage es ja gezielt, weil wir haben jetzt Sommer und alle planen den Urlaub und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der irgendwie eine Woche oder zwei Wochen im August hat und noch nicht weiß, was er da machen soll. Was würden Sie denn jemandem empfehlen, der sagt, ich habe 7 bis 14 Tage Zeit und na gut, ihr habt mich überzeugt, ich mache nicht Mallorca. Was würden Sie dem empfehlen, was soll der machen? Ich glaube, das, was Sie gerade gesagt haben, das ist nicht mehr so. Die Überzeugung ist schon da, die Leute wollen einfach nicht mehr da, die wollen einfach was Individuelles erleben. Und mit Radfahren kann man sehr viel Individuelles erleben. Also ich selber bin hier aus dem Ruhrgebiet nach Berlin geradelt. Also ein Erlebnis, was man einfach nicht mehr toppen kann. Ich bin 3-mal das Ding gefahren. Mittlerweile gibt es die D3-Route. Mittlerweile gibt es auch eine Karte dazu. Jetzt gerade erschienen vor 4 Wochen. Und vom Ruhrgebiet jetzt nach Berlin zu radeln, das sind jetzt 550 Kilometer brutto. Das kann man in dieser Strecke schaffen. An den Flüssen entlang sind die meistbeliebtesten Touren entlang. Man kann von Berlin nach Kopenhagen radeln. Also im ADFC gibt es genügend Möglichkeiten, sich die vernünftigsten Strecken rauszusuchen. Wir zertifizieren auch, wir qualifizieren auch Radwanderwege, Fernradwanderwege mit Sternen. Dazu gibt es eine App, kann man sich runterladen und anhand der App kann man sozusagen entlang radeln und auch die fahrradfreundlichen Übernachtungsbetriebe aufsuchen und auch Servicebetriebe am Rand. Also alles für den Radfahrer vereinigen wir auf unserer Homepage und dort kann man danach gucken unter dem ADFC Tourenportal. www.adfc.de. Super, wird auch sicher eingeblendet. Ich muss auch noch ein paar fiese Fragen stellen, die nehme ich ja auch immer mit in die Interviews. Kampfradler. Ja, sind Sie ein Kampfradler oder sind alle Deutschen Kampfradler? Also diese Diskussion vom 10. April, ich weiß noch, war das Thema, den Tag 10. April, Donnerstag vor Ostern, sollte vermutlich so ein bisschen lückenfüllend sein in der Osterferien, hat aber dazu geführt, dass die Kampfradler-Debatte endlich mal sozusagen in den Medien richtig aufgearbeitet worden ist. Ramsauer wurde so zitiert, ich hab da 6 Wochen später ein Gespräch mit ihm, ein persönliches Gespräch gehabt und wir haben das Thema beide begraben. Er hat es nie gesagt und
Ich habe gesagt, okay, dann lassen wir es dann sein. Nämlich den Kampfradler gibt es nicht. Wir kennen auch keine Kampfautofahrer. Es gibt sicherlich Fahrradfahrer, die sich verstärkt nicht an Regeln halten, bei Rot über die Ampel fahren oder verkehrt rum den Radweg benutzen, mit Sicherheit. Aber den Kampfradler gibt es nicht. Es sind nicht die Mehrzahl, es sind diese 3-5% aller Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an den Verkehrsregeln halten. Wir haben es analysiert und haben gesagt, wir müssen die Infrastruktur anpassen und das Regelwerk anpassen. Wurzelaufbrüche oder ständig stehen mir irgendwelche Autos im Weg, dann fahre ich auf der Straße. Also wenn ich den blauen Radweg, den mit blau ausgeschilderten Radweg nicht benutze, fahre ich auf der Straße, mache ich mich straßenverkehrsordnungswidrig, verhalte ich mich dann. Also bin ich dann Kampfradler oder was? Also das Regelwerk und die Infrastruktur müssen eigentlich angepasst werden und dann kriegen wir eine Diskussion, wo das Thema Kampfradler, glaube ich, ganz vom Tisch fällt. Deshalb ist Kampfradler für mich es gibt auch keine Kampffußgänger, auch wenn die bei Rot über die Ampel gehen. Keiner sagt, es wird ein Kampffußgänger werden. Ich glaube, das ist ein Thema für die Medien und wir haben es also schnell herausgefunden und die Medien haben uns darum schön begleitet, dass die Diskussion sozusagen wieder versachlicht worden ist und das ist das, was wir wollen. Fahrradfahren ist ein total emotionales Thema. Aber wir wollen auch gerne in der Verkehrspolitik eine Versachlichung des Themas haben. Sie sagen also keine Kampfradler, sondern Krampfmedien? Nein, die Medien sind im Grunde genommen, die Medien sind also schon auf dem Thema gut angesprungen. Also früher hatten wir vielleicht viele Reporter, die aus der Windschutzscheibenperspektive das Thema Fahrrad und Auto verglichen haben. Mittlerweile haben wir sehr viele junge Reporter und junge Berichterstatter auch in den größeren Medien, die das Thema, die eigentlich gar kein Auto mehr haben. Ich habe auch sehr viele Interviews auch letzten Wochen geführt, wo ich also gemerkt habe, das sind als Fahrradfahrer. Und die sehen das Thema Fahrrad und Auto aus der anderen Sicht. Wir früher vor 30, 40 Jahren hatten sehr Auto geprägt, jetzt mehr Fahrrad geprägt. Also es gibt mittlerweile eine differenzierte Berichterstattung. Auch das, der Spiegel, also ich würde jetzt nicht alle Medien nennen, aber wir sind doch medial im Moment ganz gut vertreten, das Thema Fahrrad zumindest, und der ADFC taucht immer öfter auf. Und das war auch mein erklärtes Ziel, als ich gewählt worden bin. Wir müssen verstärkt das Thema Fahrrad sachlich in den Medien unterbringen, aber nicht in den lokalen Medien, sondern bei den großen Playern unterbringen. Und mein Ziel ist es immer noch, bei Lanz oder bei Günter Jauch aufzutreten. Fast hatten wir es geschafft in Berlin schon und da ist aber meine Kollegin vom ADFC Berlin bevorzugt worden, aber das war dann lokales Ding, da ging es um das Thema Kampfradler und sie hat sich wacker geschlagen. Wir haben gute Leute in den Ländern, die sich also, das sind alles Ehrenamtler, muss man ganz deutlich sagen, wie ich auch Ehrenamtler bin, aber wir haben Profis vor Ort, die sich unheimlich gut mit dem Thema auseinandersetzen können, in Berlin, in den Städten, in den Ländern und das ist das, was wir als ADFC wollen. In der Breite aufgestellt, wir haben 6.000 Ehrenamtler vor Ort in den Städten und die machen sehr, sehr gute Arbeit. Mir gefällt die Leidenschaft, wie Sie dieses Thema anpacken. Ich nenne immer drei Begriffe und bitte drei kurze Assoziationen dazu. Mhm. Fahrraddiebstahl. Wird nicht genügend von der Polizei verfolgt. Fahrradurlaub. Das kann man, eines der schönsten Dinge, die man tun kann, wenn man nicht nach Vancouver fliegen muss. Aber auch dort kann man wunderbar Fahrradurlaub machen. Wir haben viele Leute getroffen, die alte Railways gefahren sind mit dem Fahrrad. Die waren total begeistert. Fahrrad und Ströbele vor 10 Jahren und Fahrrad und Altmaier jetzt. Da liegen vermutlich 30 Kilo zwischen. Und ein Bewusstseinswandel? Ja, auch. Wir haben immer mehr Menschen im Bundestag, die Fahrrad fahren, die auch, muss man deutlich sagen, auch ADFC-Mitglied werden. Über 2 Dutzend, habe ich gehört. Über 2 Dutzend ADFC-Mitglieder mittlerweile. Ist normal. Ich weiß nicht, wie viele Menschen den anderen Verbänden angehören. Das Lobbyismus-Thema ist ja immer ein Thema gewesen, auch im Bundestag. Immer mehr Leute fahren auf Fahrrad. In Berlin kann man einfach besser mit dem Fahrrad von A nach B kommen. Bleiben Sie dran, 2 Dutzend ist schon gut. E.ON hat mehr Abgeordnete drin, aber... Sind Sie? Das meinte ich ja. Okay, danke schön für dieses Gespräch, Herr Sieberg. Herzlich und willkommen. Danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und mein nächster Gast, ich freue mich drauf, ist der Astrophysiker von Lesch Kosmos bis Alpha Centauri und ich werde mich unterhalten mit meinem großen Vorbild, sage ich mal, Harald Lesch. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.